Hallo und herzlich willkommen zu einem kurzen neuen Video. Ja, welche Bedenken hat man, wenn man gerade online ein E-Bike bestellt oder ein Fahrrad? Klar, man kann keine Probefahrt machen, ne? Das ist das Problem. Kommt es hier sicher verpackt an, hat es Beschädigungen, ist es für meine Körpergröße geeignet? Und hier kann ich sagen, die Escalade-Räder werden wirklich sicher verpackt geliefert. Ich habe keine Beschädigungen gefunden, alles wirklich sicher verpackt, das war klasse. Und jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Körpergröße eingehen in Bezug auf das Escalade Voyager. Vielleicht kann der eine oder andere von euch da ja noch was mit anfangen als kleinen Tipp. Und ich würde mal sagen, viel Spaß beim kurzen Video. Heute möchte ich noch mal kurz auf die Körpergröße eingehen, aus aktuellem Anlass. Da hatten wir ja die eine oder andere Anfrage, Mensch, das Bike ist vielleicht zu klein für mich. Ich bin 1,83 groß, ich möchte euch das mal kurz zeigen. Ich habe jetzt also die 350er Original-Sattelstütze durch eine gefederte Sattelstütze ersetzt und bis 1,85 ist es top in Ordnung von der Länge her. Und wenn ich auch den Fuß auf die unterste Pedale setze, habe ich ein leicht angewinkeltes Knie, das ist also auch so, wie es sein soll. Ich komme auch mit den Zehenspitzen gut auf den Fußboden, das passt also auch. Und habe mir zusätzlich noch den Winkelvorbau geändert hier, dass ich quasi etwas gerader sitze, habe auch leicht angewinkelte Arme. Und wer etwas sportlicher unterwegs sein möchte, der kann natürlich den starren Lenkervorbau dran lassen, dann sitzt man ein bisschen tiefer. Ich habe für mich so eine gute Sitzposition und ich verlagere eben das Gewicht wirklich auf den Sattel und nicht auf den Lenker, was dann ja irgendwann auch auf die Hände geht und auf die Schultern. Also ich habe für mich genau die richtige Position. Kommen wir mal kurz zu den Maßen. Wenn wir jetzt vom Fußboden messen, gerade hoch zum Sattel angelehnt, haben wir guten Meter bis zur Sattelauflage. Wenn wir jetzt von der Pedale mal ausgehen, vielleicht auch noch ganz interessant, sind wir bei 90, hallo, sind wir bei 90 cm. Wenn wir jetzt quasi die Strebe messen, misst man ja von der Mitte der Kurbel, sind wir ungefähr bei 74 cm. Ja, vielleicht hat der eine oder andere von euch etwas mit diesen Informationen anfangen können. Würde mich freuen, wenn der eine oder andere Tipp euch geholfen hat bei einer Kaufentscheidung. Ich wünsche euch morgen einen schönen ersten Advent und bis zum nächsten Mal. Euer Casey.